WJEC, GCSE German, Unit 2 Listening, Foundation Tier, Summer 2018. The test will now begin. Question 1. Listen to the advert and decide which is the correct answer. Tick the correct box. Section 1. Question 1A. When is the new Sports Center opening? Question 1b Who could find the Sports Center particularly interesting? Am Montag, den 17. Mai, öffnet ein neues Sportzentrum in Stuttgart. Besonders interessant für Schwimmer und junge Leute. Am Montag, den 17. Mai, öffnet ein neues Sportzentrum in Stuttgart. Besonders interessant für Schwimmer und junge Leute. Section 2 Question 1c What costs 8,50 Euro? Fifty? Question 1d Where is the new Sports Center? Für Jugendliche unter 16 kostet eine Tageskarte nur 8,50 Euro inklusive Schwimmbad. Das Sportzentrum ist in der Nähe des Bahnhofs. Für Jugendliche unter 16 kostet eine Tageskarte nur 8,50 Euro, inklusive Schwimmbad. Das Sportzentrum ist in der Nähe des Bahnhofs. Section 3 Question 1e e. The Sports Center is open daily from... Das Sportzentrum ist jeden Tag von halb acht morgens bis zehn Uhr abends geöffnet. Und man kann viele Sportarten treiben, zum Beispiel Handball und Tischtennis. Das Sportzentrum ist jeden Tag von Halb acht morgens bis zehn Uhr abends geöffnet. Und man kann viele Sportarten treiben. Zum Beispiel Handball und Tischtennis. Question two. Listen to Peter talking about his school. Tick the correct box. Section 1 Question 2 A What sort of school does he attend? Question 2 B What does he think of the food in the canteen? Meine Schule ist ein Gymnasium. Die Schule gefällt mir, aber das Essen in der Schulkantine ist manchmal ungesund. Meine Schule ist ein Gymnasium. Die Schule gefällt mir, aber das Essen in der Schulkantine ist manchmal ungesund. Section 2 two. Question 2c two What are his favorite subjects? Question 2d. What does he want to do in the future? Erdkunde und Musik mag ich nicht. Meine Lieblingsfächer sind Englisch und Geschichte. Und in der Zukunft möchte ich in England oder Australien studieren, um mein Englisch zu verbessern. Erdkunde und Musik mag ich nicht. Meine Lieblingsfächer sind Englisch und Geschichte. Und in der Zukunft möchte ich in England oder Australien studieren, um mein Englisch zu verbessern. Section three. Question two e What is his opinion of school uniforms? Ich finde es aber toll, dass wir bei uns keine Schuluniform tragen. Schuluniformen wie in Großbritannien sind so altmodisch. Ich finde es aber toll, dass wir bei uns keine Schuluniform tragen. Schuluniformen wie in Großbritannien sind so altmodisch. Question 3. Katrin und Alexander sprechen über ihr Frühstück in Deutschland. Hake das richtige Kästchen ab. Section 1. Question 3 A Wie oft frühstückt Alexander? Question 3 B Was isst Alexander normalerweise zum Frühstück? Was isst du normalerweise zum Frühstück? Jeden Morgen esse ich ein Brötchen mit Schinken. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Jeden Morgen esse ich ein Brötchen mit Schinken. Section 2 Question 3 C Er ist etwas in der Schule gegen? Question 3D Was ist Alexander in der Schule? Das ist aber gesund. An Schultagen esse ich auch ein zweites Frühstück in der Schule. In der kleinen Pause um 10 Uhr esse ich eine Banane oder einen Apfel. Das ist aber gesund. An Schultagen esse ich auch ein zweites Frühstück in der Schule. In der kleinen Pause um 10 Uhr esse ich eine Banane oder einen Apfel. Question 4. Claudia und Markus sprechen über ihre Ferien. Schreibe den richtigen Buchstaben in die Tabelle. Hallo Markus, wann fährst du denn nach Wales? Ich fahre am 28. August mit meinem Bruder in seinem Auto. Ich freue mich schon. Besonders auf das berühmte Rugby-Stadion in Cardiff und auf die tolle Küste. Hoffentlich wird es warm und sonnig und ich kann im Meer schwimmen gehen. Ich fliege Ende Oktober für eine Woche mit meiner Familie nach Italien. Ich will die tollen Galerien und die schönen Bilder sehen. Hallo Markus, wann fährst du denn nach Wales? Ich fahre am 28. August mit meinem Bruder in seinem Auto. Ich freue mich schon, besonders auf das berühmte Rugbystadion in Cardiff und auf die tolle Küste. Hoffentlich wird es warm und sonnig. Und ich kann im Meer schwimmen gehen. Ich fliege Ende Oktober für eine Woche mit meiner Familie nach Italien. Ich will die tollen Galerien und die schönen Bilder sehen. Question 5. Listen to this radio report. Answer the questions in English. Section 1. Question 5A. What takes place every year on the 3rd of June? Question 5B. Write two details about what pupils learn at the new school cycling club. Jedes Jahr findet am 3. Juni der Europäische Tag des Fahrrads statt. Um den Tag zu feiern und der Umwelt zu helfen, hat eine Schule in Stuttgart eine Rad- und Mountainbike AG gegründet. Der Club findet dreimal in der Woche statt. 40 Prozent der Schüler und Schülerinnen sind schon Mitglieder des Clubs. Sie lernen viel über Sicherheit, die Umwelt und wie man ein Rad reparieren kann. Jedes Jahr findet am 3. Juni der Europäische Tag des Fahrrads statt. Um den Tag zu feiern und der Umwelt zu helfen, hat eine Schule in Stuttgart eine Rad- und Mountainbike AG gegründet. Der Club findet dreimal in der Woche statt. 40 Prozent der Schüler und Schülerinnen sind schon Mitglieder des Clubs. Sie lernen viel über Sicherheit, die Umwelt und wie man ein Rad reparieren kann. Section 2. Question 5C. What is the teacher's opinion of the new club? Question 5D. Why are more parents and teachers taking an interest in this club? Die Lehrer der Schule finden den neuen Radclub sehr nützlich. Die Schule hat Geld für neue Fahrräder investiert und viele Schüler haben das Radfahren zum richtigen Hobby gemacht. Eltern und Lehrer interessieren sich für den Radclub, weil das Benzin so teuer ist. Die Lehrer der Schule finden den neuen Radclub sehr nützlich. Die Schule hat Geld für neue Fahrräder investiert und viele Schüler haben das Radfahren zum richtigen Hobby gemacht. Eltern und Lehrer interessieren sich für den Radclub, weil das Benzin so teuer ist. Question 6. Listen to the report about Philip's career plans. Answer the questions in English. Section 1. Question 6a. What subject is Philip interested in? Question 6b. Why does he think this is a good subject to study at university? Write two details. Ich bin Schüler in Heidelberg und interessiere mich sehr für Naturwissenschaften. Ich habe vor, nach der Schule an der Uni Chemie zu studieren. Ich finde, das ist ein gutes Fach, weil es viele Chemiefirmen und Fabriken in Deutschland gibt. Man hat dann eine gute Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. Ich bin Schüler in Heidelberg und interessiere mich sehr für Naturwissenschaften. Ich habe vor, nach der Schule an der Uni Chemie zu studieren. Ich finde, das ist ein gutes Fach, weil es viele Chemiefirmen und Fabriken in Deutschland gibt. Man hat dann eine gute Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. Section 2. Question 6C. How long did Philip spend at the company? Question 6D. What did he do there? Question 6E. Why was the time spent there useful? Im April habe ich 10 Tage bei einer Chemiefirma gearbeitet. Ich habe viele Experimente im Labor gemacht. Das fand ich natürlich interessant. Die Tage da waren nützlich, weil ich ab Juli die Chance auf einen bezahlten Ferienjob habe. Im April habe ich zehn Tage bei einer Chemiefirma gearbeitet. Ich habe viele Experimente im Labor gemacht. Das fand ich natürlich interessant. Die Tage da waren nützlich, weil ich ab Juli die Chance auf einen bezahlten Ferienjob habe. Question 7. Sebastian and Julia are discussing jobs. Tick the correct box. Section 1. Question 7a. Where does Sebastian work? Question 7b. How much does he earn? Question 7c. What is Julias current job situation? Hallo Sebastian, hast du jetzt einen Teilzeitjob? Ja, ich arbeite zweimal in der Woche als Kellner. Toll, wie viel verdienst du? Ich verdiene 12 Euro pro Stunde. Das finde ich gut. Ja, nicht schlecht. Ich muss einen Job finden. Ich habe nächsten Freitag einen Termin mit einem Manager im Supermarkt. Ich werde mit ihm über einen Arbeitsplatz sprechen. Hallo Sebastian, hast du jetzt einen Teilzeitjob? Ja, ich arbeite zweimal in der Woche als Kellner. Toll, wie viel verdienst du? Ich verdiene zwölf Euro pro Stunde. Das finde ich gut. Ja, nicht schlecht. Ich muss einen Job finden. Ich habe nächsten Freitag einen Termin mit einem Manager im Supermarkt. Ich werde mit ihm über einen Arbeitsplatz sprechen. Section 2 Question 7d What does Julia want to do after leaving school? Question 7e What is Sebastian's opinion of his father's job? Viel Glück! Was wirst du nach der Schule machen? Ich werde zur Universität gehen. Ich bin musikalisch, aber Ich möchte Französisch und Englisch studieren und eines Tages im Ausland arbeiten. Und du? Willst du Feuerwehrmann werden wie dein Vater? Feuerwehrmann ist ein guter Beruf für meinen Vater. Er findet die Arbeit spannend und gut bezahlt. Aber Schichtarbeit und am Wochenende arbeiten müssen ist nichts für mich. Viel Glück! Was wirst du nach der Schule machen? Ich werde zur Universität gehen. Ich bin musikalisch. Aber ich möchte Französisch und Englisch studieren und eines Tages im Ausland arbeiten. Und du? Willst du Feuerwehrmann werden wie dein Vater? Feuerwehrmann ist ein guter Beruf für meinen Vater. Er findet die Arbeit spannend und gut bezahlt. Aber Schichtarbeit und am Wochenende arbeiten müssen ist nichts für mich. Question 8. Listen to Steffi and Klaus talking. Answer the questions in English. Section 1. Question 8a. What are they talking about in this section? Question 8b What did Klaus do? Write one detail. Guten Morgen, Klaus. Was hast du am Wochenende gemacht? Samstagmorgen war ich im Internet und habe mein Lieblingslied heruntergeladen. Und natürlich habe ich am Samstagabend ferngesehen. Guten Morgen Klaus. Was hast du am Wochenende gemacht? Samstagmorgen war ich im Internet und habe mein Lieblingslied heruntergeladen. Und natürlich habe ich am Samstagabend ferngesehen. Section 2, Question 8c What is Steffi's opinion of too much TV and computers? Ferngesehen? Wie langweilig! Ich bin lieber mit Freunden, als nur vor dem Fernseher zu sitzen. Bei viel Fernsehen und Computer ist man zu oft allein. Vielleicht. Aber Samstagabend gab es das große Fußball-WM-Spiel im Fernsehen. Du weißt, ich bin ein großer Fußballfan. Ferngesehen, wie langweilig. Ich bin lieber mit Freunden, als nur vor dem Fernseher zu sitzen. Bei viel Fernsehen und Computer ist man zu oft allein. Vielleicht, aber Samstagabend gab es das große Fußball-WM-Spiel im Fernsehen. Du weißt, ich bin ein großer Fußballfan. Section 3, Question 8d What, according to Klaus, are the advantages of the new football app? Write two details. Ja, das weiß ich schon und ich gehe auch manchmal ins Fußballstadion mit meinem Bruder. Aber es gibt jeden Tag Fußball im Internet und im Fernsehen. Und ich finde, die Spieler bekommen viel zu viel Geld. Du hast recht. Aber Fußball ist trotzdem interessant. Besonders mit dieser neuen App. Was für eine neue App? Eine neue Fußball-App. Man kann viele Details über die Spieler lesen. Man bekommt die Information schnell. Und noch ein Vorteil Die App ist kostenlos. Ja, das weiß ich schon, und ich gehe auch manchmal ins Fußballstadion mit meinem Bruder. Aber es gibt jeden Tag Fußball im Internet und im Fernsehen. Und ich finde, die Spieler bekommen viel zu viel Geld. Du hast recht. Aber Fußball ist trotzdem interessant. Besonders mit dieser neuen App. Was für eine neue App. Eine neue Fußball-App. Man kann viele Details über die Spieler lesen. Man bekommt die Information schnell. Und noch ein Vorteil. Die App ist kostenlos. Question 9. Listen to Anna talking about different places to live in Wales. Complete the table in English about the different places and one opinion of each place. Zurzeit wohne ich in einer Stadt in Süd Wales. Ich finde das praktisch. Zum Beispiel ist es einfach mit dem Zug Die Stadtmitte zu erreichen. Früher habe ich in einem Dorf gewohnt. Das Dorf war ziemlich weit weg von der Schule und ich musste jeden Tag mit dem Bus fahren. Die Tickets waren billig, aber die Reise war zu lang und im Winter stand ich nicht gern an der Bushaltestelle, besonders wenn es geschneit hat. In der Zukunft würde ich gern an der Küste wohnen. Ich würde gern am Meer wohnen, weil es dann einfacher wäre, bei gutem Wetter zu surfen und zu segeln. Ein Freund von mir wohnt in West Wales. Ich war letztes Jahr da und fand es toll. Jeden Tag am Strand. Das hat mir viel Spaß gemacht. Zurzeit wohne ich in einer Stadt in Südwales. Ich finde das praktisch. Zum Beispiel ist es einfach, mit dem Zug die Stadtmitte zu erreichen. Früher habe ich in einem Dorf gewohnt. Das Dorf war ziemlich weit weg von der Schule und ich musste jeden Tag mit dem Bus fahren. Die Tickets waren billig, aber die Reise war zu lang und im Winter stand ich nicht gern an der Bushaltestelle, besonders wenn es geschneit hat. In der Zukunft würde ich gern an der Küste wohnen. Ich würde gern am Meer wohnen, weil es dann einfacher wäre. Bei gutem Wetter zu surfen und zu segeln. Ein Freund von mir wohnt in West Wales. Ich war letztes Jahr da und fand es toll. Jeden Tag am Strand. Das hat mir viel Spaß gemacht. This is the end of the test.